Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute spielen wir zum allerletzten Mal, vielleicht für immer, F1 2015. Denn F1 2016 kommt jetzt in ein paar Tagen schon raus. Und ich kann es wirklich kaum erwarten. Es wird eine richtig geile Zeit. Und ja, es wird Zeit, Abschied zu nehmen von F1 2015. Und ja, ich dachte mir einfach so zum Abschluss von diesem Spiel, werden wir ja, nochmal so ein kleines Rennen machen und einfach, ja, das Spiel nochmal genießen, weil ich muss sagen, ich mag F1 2015, auch wenn, ja, es mir ziemlich schnell langweilig wurde, weil es halt einfach nicht viel zu tun gibt und man hat keine Karriere und das alles, ihr kennt das ja, aber ich muss sagen, so nur vom Fahren her und alledem macht mir das Spiel schon sehr Spaß und ja. Trotzdem werde ich es nicht vermissen, weil F1 2016 sieht geiler aus, aber ja, es ist ein nice Spiel, das wollte ich nur mal so sagen. So, wir werden ein 25% Rennen machen in Mexiko. Ich dachte mir halt Mexiko, oder ich denke mir, Mexiko passt ganz gut, weil ja, die Strecke neu war in diesem Spiel und ihr versteht schon. So, Leute, hier sind wir jetzt in der Startaufstellung und ja, wir schauen uns nochmal kurz die Rennstrategie an. Das ist logischerweise eine 1-Stop. Obwohl, ich glaube, wir werden auf den Primes starten, damit wir am Ende vielleicht, ja, ein bisschen schneller sind. Und, ja, wir werden auch letzter starten. Also ich werde mich jetzt gleich zurückfallen lassen auf den letzten Platz. Und dazu habe ich mir noch überlegt, dürfen wir in der ersten Runde niemanden überholen. Ja, einfach um das vielleicht so ein bisschen spannender zu machen. Weil in der ersten Runde überholt man normalerweise schon die Hälfte des Feldes. Also, komm, überholt mich alle. Okay, und jetzt dürfen wir die ganze Runde niemanden überholen und, ja. Es ist schon fast schwer, die nicht zu überholen. Ich fände es übrigens cool, wenn ihr mal in die Kommentare schreiben könntet, was ihr an F1 2015 so mochtet und was nicht. Weil ich muss sagen, das Spiel wird von vielen so ein bisschen gehasst, habe ich das Gefühl. Was ich natürlich verstehen kann, aber nur so von, ja, vom Fahren her einfach finde ich das Spiel richtig geil. Es ist wahrscheinlich sogar das beste Formel-1-Spiel, was ich jemals gespielt habe. Nur von dem, was auf der Strecke halt passiert. Ja klar, so drumherum ist es ziemlich, ja, nicht so gut, sag ich mal. Weil, ja, man hat einfach kaum irgendwas zu tun für, oder, ja, auf Dauer bietet es einfach keine Motivation, es zu spielen. Aber, naja, schreibt das einfach mal in die Kommentare, was ihr daran cool findet. Und wir kommen jetzt an das Ende der letzten, der ersten Runde. Das heißt, wir dürfen jetzt die ersten Fahrer überholen. So, die beiden Männers dürften hier eher weniger das Problem sein. Und ja, mal schauen, ob wir das Rennen vielleicht gewinnen können. Das wäre ein nicer Abschluss, ja, für dieses Spiel hier. So, die beiden Männers, ja, die sollten wir jetzt haben. Mal anbremsen, vorbei an Stevens. Oh, sehr gut. Einer von den beiden hat sich sogar weggedreht. Also, das ist interessant. Und wir sind schon mal vor auf Platz 18, Leute. Das ist nice. Ah, okay, da habe ich kurz überlegt, ob ich innen rein will. Aber jetzt, komm. Vorbei an Button. Ist knapp, das ist knapp. So, sowas zum Beispiel. Oh, okay, wir sollten ziemlich einfach vorbeikommen, weil ich meine, das ist immerhin nur ein McLaren. Aber sowas mag ich an dem Spiel wirklich. So diese Battles mit der KI. Also ich glaube, das wird in F1 2016 noch besser. Und da freue ich mich schon mega drauf. Aber ja, sowas, das ist echt, das ist einfach nice. Und das, weiß nicht, finde ich, macht das Spiel auch, ja, besser als manche es finden, wenn ihr versteht, was ich meine, aber naja. Ich schätze, wir sollten uns mal auf das Rennen hier konzentrieren, weil wir haben schon genug über das Spiel geredet. So, mal schauen, ob wir an Alonso jetzt vorbeikommen. Er ist auch auf den Primes, also das ist interessant. Und wir sind vor auf Platz 16. Oh, Maldonado! Alter, okay, da war da irgendwie langsam, das hat mich ein bisschen überrascht. Aber alles gut, haben wir Schaden? Nein, haben wir zum Glück nicht, okay. Oh, was geht da vorne ab mit dem Sauber? Ich glaube, NASA hat irgendein Problem, oder? Nee, er fährt zumindest nicht an die Box, aber auf jeden Fall war er gerade sehr, sehr langsam. Und, okay, wir haben komischerweise keinen DRS bekommen, also anscheinend waren wir ein bisschen weiter weg als eine Sekunde. Okay, 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 okay. Das ist nicht gut. Oh, Maldonado, NASA, Alter. Oh mein Gott. Einfach Rad an Rad durch die ganzen ersten drei Kurven dort. Aber wir haben uns die beiden direkt geholt. Auf, ja, in einem Streich sozusagen. Und wir sind vor auf Platz 14, Leute. Das ist nice. Und hier sind auch alle noch relativ eng zusammen. Also,
ja, die sollten wir alle noch bekommen, aber die, ja, Führungsgruppe setzt sich schon so ein bisschen ab, also das wird schwierig, daran zu kommen, aber ja, ich werde mein Bestes geben hier bei unserem letzten Rennen, Leute. Und wir haben jetzt DRS auf Ericsson. Mal schauen, ob wir ihn jetzt in die nächste Kurve hinein überholen können. So, innen rein. Ja, das sollte vielleicht klappen, obwohl er jetzt die Innenseite hat. Naja, wir waren schon vor ihm. Scheiße, das habe ich zu spät gemerkt. Okay, jetzt sind wir vorbei und vor auf Platz 13, Leute. Oh, und die ersten gehen schon an die Box. Das sind die Leute, die auf den weichen Reifen gestartet sind. Okay. Runde 5. Also das ist ein bisschen früh. Mal schauen. Vielleicht machen manche auch zwei Stops. Das wäre natürlich nice für uns, weil wir da dann eigentlich sicher vorbeikommen würden. Obwohl... Ja, in einem 25%-Rennen eine 2-Stop. Das bezweifle ich einfach gerade mal. Aber mal schauen. Oh, Kwiat und Verstappen, Alter. Nices Battle hier vor uns. Ah, wir haben leider keinen DRS. Okay, ich glaube, ja, hier gibt es nur einen Messpunkt für beide DRS-Zonen. Das ist ein bisschen schade. Mal schauen, ob wir jetzt innen an Kwiat vorbeikommen können. Ja, sehr gut, Leute. Vor auf Platz 8 und Verstappen sollten wir eigentlich auch relativ easy kriegen können. Weil er ist ja im Toro Rosso. Das ist jetzt nicht das beste Auto der Welt, würde ich mal behaupten. Ja, so ist es auch. Richtig guter Ausgang hier aus der letzten dieser S-Kurven und innen vorbei. Oder eigentlich war das nicht innen. Keine Ahnung, was ich laber. Keine Ahnung, was ich laber, Leute. Oh, jetzt. Das war natürlich sensationell gemacht. Ne? Wir haben uns die Strecke ein bisschen breiter gemacht, als sie eigentlich ist. Aber ja, wir sind vorbeigekommen. Oh, da kommt Kwiat jetzt mit DRS. Ah, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Er kommt vorbei, obwohl er nur so einen scheiß Renault-Motor in seinem Red Bull hat. Also, das ist natürlich... Oh, das ist abkürzen, Kwiat. Aber wir haben das genauso gemacht. Von daher ist das nicht schlimm. Und wir kommen auch wieder vorbei, mehr oder weniger. Allerdings hat er jetzt nochmal DRS. Das ist halt jetzt das Problem für uns. Verstappen ist auch schon direkt hinten dran, Alter. Nice kleines Battle hier um den 6. Platz. Aber wir bleiben vorerst vorne, Leute. Nice. Oh, shit. Das war eher weniger gut jetzt. Aber die sind nicht nah genug dran gewesen an uns. Okay. Okay, jetzt sind die ganzen Führenden auch an der Box in Runde 8. Also ich glaube, die da vorhin schon gestoppt haben, machen wirklich zwei Stops. Aber wir übernehmen auf jeden Fall jetzt vorerst mal die Führung. Und Kwiat bleibt auch draußen, okay. Vielleicht ist der auch auf Prime. Also das wird noch ein interessantes Battle mit ihm. Und ja, mal schauen, ja, wo wir hier hinkommen können, wenn wir am Ende die Options haben. Das wird interessant zu sehen sein, weil wir dann schneller sein werden als die meisten von den anderen. Also ja, das wird noch ein ziemlich nices Ende von diesem Rennen hier. Okay, Leute, wir sind jetzt am Ende von Runde 10 und kommen rein für unseren letzten Boxenstopp überhaupt in F1 2015. Und mal schauen, hoffentlich wird es ein guter und ja, dann müssen wir nochmal alles geben auf unseren weichen Reifen, um hoffentlich ordentlich nach vorne zu kommen. So 2,3 Sekunden, also sehr, sehr ordentlich. Und ja, mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Okay, Platz 8, wie es aussieht. Da kommt noch jemand, Hülkenberg. Also Platz 9 ist es. Okay, Leute. Oh, wir bekommen einen mega guten Ausgang aus der 3. Kurve. Und sind jetzt schon vorbei an Hülkenberg. Okay, das war ziemlich easy. Okay, Leute, wir sind sehr nahe dran an Ricciardo. Wir werden jetzt auf jeden Fall DRS haben. Und ja, das sollte mehr oder weniger ziemlich easy werden. Da war sogar noch jemand an der Box. Rosberg, okay, also das wird jetzt interessant, weil er ist jetzt hinter uns und in einem schnelleren Auto. Also das könnte noch ziemlich nice werden, wenn er an uns rankommen sollte. Aber auf jeden Fall sind wir schon mal vor auf Platz 6 und Perez ist direkt vor uns. Oh, ich habe das Gefühl, als würde das hier gleich nicht gut enden. Oh mein Gott, außenrum vorbei an Perez. Sag mir nicht, dass das klappt. Nein, klappt auch nicht. Klappt auch nicht, aber jetzt sollten wir ihn haben in die nächste Kurve hinein. Mal schauen, noch ein bisschen Windschatten mitnehmen, innen rein. Und, ja, wir haben uns berührt, aber wir sind vorbeigekommen. Oh Gott, ich bin so schlecht. Oh, Perez kommt sowieso an die Box, okay, also hat das... War das ziemlich egal, dass wir ihn da ein bisschen rausgedrängt haben. Okay, Leute, wir haben jetzt noch 6 Runden in diesem Rennen. Und, ja, das nächste Auto vor uns ist Massa. Der hält sich ganz gut da auf seinem 4. Platz. Und er ist auch gar nicht so weit weg. Also mal schauen, was wir hier noch erreichen können. So ein Podium wäre natürlich schon nice. So einfach als Abschluss von diesem Spiel hier. Also 6 Sekunden sind es. Und wir haben natürlich die besseren Reifen. Also
mal schauen. Ich werde nochmal alles geben und vielleicht können wir da ja am Ende nochmal rankommen. Das war eine optimale Linie durch die letzte Kurve, Leute. Ne? Macht das auf jeden Fall nach, wenn ihr die Strecke spielt. Und Bottas war in der Box, das bringt uns vor auf Platz 4. Das ist natürlich nice. Mal schauen, ob Massa vielleicht auch in der nächsten Runde reinkommt, weil... Ich meine, das sind ja Teamkollegen, ne? Von daher haben die vielleicht die gleiche Strategie. Wenn ja, dann wären wir vor auf dem Podium. Und wenn nicht, dann kommen wir da vielleicht auch so nochmal ran. Weil Massa ist jetzt nicht unbedingt so mega schnell. Also, ja, es sind nur noch 4 Sekunden eine Runde später. Also, das könnten wir wirklich noch schaffen, wenn wir weiterhin so gut aufholen. Oh, neue schnellste Rennrunde, Leute. Das ist natürlich nice. Und wir sind jetzt auch nur noch... Alter, wir sind nur noch 2 Sekunden hinter Massa. Also... Wir holen schon wirklich ordentlich auf. Wir können auch ein bisschen Fettgemisch fahren, weil aus irgendeinem Grund hatten wir irgendwie vorhin plus 2,2 Benzin oder so. Also keine Ahnung, was da so ganz los ist. Also das sieht ziemlich gut aus mit einem Podium hier. Oh, unser Teamkollege ist an der Box. Das bringt uns schon mal vor auf Platz 3, Leute. Das heißt, wir könnten hier sogar Zweiter werden. Das ist natürlich nice. Wir haben auch schon DRS auf Massa. Mal schauen, ob das jetzt schon reicht. Und falls nicht... Ah, ich will jetzt nichts Dummes machen. Wir sind, glaube ich, noch ein bisschen zu weit weg. Aber jetzt auf der zweiten DRS gerade. Sollten wir ihn ganz gut kriegen können. Ja, wir haben ihn jetzt schon. Also die KI ist ein bisschen schwach da in dieser kleinen Schikane. Okay, Leute, wir sind vor auf Platz 2. Hamilton führt mit, okay, 9 Sekunden Vorsprung. Also das wird schwer, daran zu kommen. Aber, ja, wir werden es natürlich versuchen. Und vielleicht klappt es ja. Das wäre natürlich mega nice. Und falls nicht, dann ist so ein zweiter Platz auch... nicht schlecht, nachdem man letzter gestartet ist, schätze ich mal. Oh, wieder neue schnellste Rennrunde. Es sind noch 8 Sekunden, okay. Wir haben noch 2 Runden, das heißt, wir müssen pro Runde jetzt 4 Sekunden gut machen. Also, ja, ich glaube, das wird nichts, aber vielleicht hilft uns ja irgendein überrundetes Auto da vorne. Das wäre natürlich nice. Aber ja, mal schauen. Okay, Leute, letzte Kurve und wir starten unsere letzte Runde in F1 2015. Wir sind 6,4 Sekunden noch hinter Hamilton, also mal schauen. Vielleicht passiert ja noch irgendwas Komisches. Wir werden diese Runde jetzt ganz, also ich werde diese Runde euch jetzt ganz zeigen, einfach weil es die letzte ist, die wir vielleicht jemals in F1 2015 machen. Mal schauen, vielleicht kommt irgendwann in, also schon sehr, sehr weiter Zukunft, nochmal so ein random Video in diesem Spiel. Aber ja, ich weiß nicht, ich könnte mir keinen Grund vorstellen, warum ich dieses Spiel irgendwann nochmal spielen sollte, weil... F1 2016 sieht einfach in allen Belangen irgendwie besser aus und dieses Spiel hat halt irgendwie nichts, was, ja, was irgendwie, also es hat keinen Grund, es nochmal zu spielen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ja, wir überrunden hier gleich Stevens, mal schauen, was, also, ne, hoffentlich macht der uns jetzt keine Probleme, ich kann irgendwie gerade nicht mehr reden, keine Ahnung warum. Okay, Leute, und wir kommen in den letzten Sektor von F1 2015 sozusagen, ja. Es war eine geile Zeit mit dem Spiel, muss ich sagen. Es war das Spiel, mit dem ich damals auf YouTube sozusagen angefangen habe, vor ungefähr 8 Monaten. Ist irgendwie krass, wie lange das schon her ist, aber naja, das ist eine andere Geschichte. Und es war eine sehr, sehr coole Zeit. Es hat mir lange, lange Spaß gemacht, wirklich. Aber ja, jetzt vor allem in den letzten Monaten ist es sehr langweilig geworden. Und ja, es wird Zeit für was Neues. So Leute, wir beenden unser letztes Rennen hier in F1 2015. Auf den zweiten Platz. Also das ist, denke ich, ein würdiger Abschluss für dieses Spiel. Massa ist Dritter geworden, Hamilton hat gewonnen. Und ja, schauen wir uns ein letztes Mal diese wundervolle Podium-Sequenz hier an. Obwohl, die gibt es ja in F1 2016 auch, also ja. Ist es vielleicht nicht das letzte Mal, dass wir die sehen. Hoffentlich nicht das letzte Mal. Aber naja, Leute, das war's. Das war das letzte Video von F1 2015. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, es war ein ganz cooles Rennen, ein paar nice Battles. Vor allem am Anfang des Rennens, als wir alle, ja, alle von den langsameren Autos überholen mussten. Mercedes hat das und, Rennen gewonnen. Was für ein Ergebnis für das Team. Ja, komm, wir schauen uns einfach mal die Wiederholung an, damit dieser Typ seine Fresse hält. Und ja, Leute, das war's. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, es war ein nicer Abschluss von diesem nice Spiel und, also insgesamt muss man wirklich sagen, es ist ein wirklich gutes Spiel. Man kann viel dagegen sagen oder, ja, ich bin einfach am besten leise, weil heute kann ich irgendwie nicht mehr reden. Ich habe keinen Plan, warum. Ja, Leute, vielen Dank fürs zu Ende schauen und ja, das nächste Video, was es auf diesem Kanal geben wird, wird das erste F1 2016 Video. Die Karriere startet am Samstag, weil ich werde das am Release-Tag nicht schaffen, das aufzunehmen, zu schneiden und hochzuladen. Wir werden übrigens 50% Rennen machen
in unserer ersten Saison. Das war ja so eine Sache, da habe ich ein bisschen überlegt, aber ich habe mich jetzt entschieden. Wir werden 50% Rennen machen. Das ist einfach, denke ich, insgesamt nicer. Und ja, das heißt, das erste Karrierevideo im Ferrari kommt dann am Samstag. Aber ich werde versuchen, auf jeden Fall am Freitag, also an dem Tag, an dem das Spiel rauskommt, noch irgendein kleines Video zu machen. Also irgendwie so mein erstes Rennen aufzunehmen und euch das dann zu zeigen oder so. Aber ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall wird das nächste Video ein F1 2016 Video. Ich komme echt gar nicht mehr klar. Ich freue mich mega auf dieses Spiel. Ich kann es kaum noch erwarten. Und ich hoffe, euch geht's da genauso. Ja, Leute, vielen Dank fürs zu Ende schauen bei diesem Video. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal dann bei F1 2016, Leute. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light